Licht seid ihr. So viel Licht seid ihr. Seid gegrüßt, ihr wundervollen Seelen, Lichterseelen. Könntet ihr sehen, was wir sehen? Mutter Erde von oben, ein Lichtermeer ihr seid. So viel ist erreicht. Leuchtet immer weiter, strahlt immer weiter. Die Welle des Lichts um sich greift. Stürme über euch ziehen, energetisch, auch Sonnenstürme, Erdbeben, mehr als sonst oder stärker denn je, Winde ungewöhnlichen Ausmaßes. Erschüttert euch nicht nur das Außen, erschüttert es auch in euch. Wieder und wieder. So kann es euch schwindeln, der Kopf schmerzt, der untere Rücken, weil es euch gefühltermaßen die Sicherheit nimmt, das Gefühl der Stabilität. Geht mit dem Prozess mit, gebet euch hin, schwingt mit den Energien. Der Fluss des Lebens trägt euch wohl. Erdet euch gut. Verbindet euch mit eurem Kraftbaum. Auch er schenkt euch die Energie der Stabilität. Geht es bei diesen Erschütterungen in euch erneut um die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit. 2021. Die Worte viel gefallen sind. Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Authentisch leben. Leben, was wahrhaftig dem eigenen Inneren, Seelen- und Herzenswünschen entspricht. 2022. Die Worte verfeinert, da sie alle Ebenen betreffen. Aufrichtigkeit jetzt im Fokus steht. Lebe innerlich wie äußerlich. Aufrichtig. Wie im Innen, so im Außen. D verändert alles, was ist, auch eure Körper. Und richtest du dich innerlich auf, so richtest du dich äußerlich auf.
im deutschsprachigen Raum bekannt. Ein Schlager einer Sängerin Aufrecht gehen. Diese Melodie schwingt in eurem Herzen. Ihr spürt zutiefst in euch, das ist es, was ihr wollt. So vollzieht sich nun Aufrichtung in eurem Körper, in eurer Wirbelsäule, in euren Schultern. Ihr hebt wieder den Kopf. Ihr lasst euch nicht mehr beugen. Und so lebt ihr denn auch in euch immer aufrichtiger, euch selbst gegenüber und allen anderen. Aufrecht gehen. Aufrecht stehen. Rückgrat zeigen. Für sich einstehen. Mit erhobenem Haupt. Eure Sprache ist so mannigfaltig und zeigt euch so schön, wohin es jetzt geht. Seit Monaten das Medium mit diesen Worten schwanger geht. Und nun durch uns die Botschaft zu euch trägt. Ihr seid das Licht. So viel aufrichtiges Licht. Mit jeder Erschütterung mehr. Die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit, die Liebe, die Menschlichkeit, die Selbstbestimmtheit, die Eigenständigkeit. Mündige Bürger nennt ihr das. In euch wächst und gedeiht. Und in eurem Licht, in eurer Energie nach außen strahlt. So seid denn mutig, traut euch, vertraut euch, eurer Seelenkraft. Dem Göttlichen, wie immer ihr es auch nennt. Und lasst euer Licht immer weiter hinausstrahlen, voller Liebe, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Vertrauen. Und andere Menschen werden euer Licht aufnehmen, und ebenfalls aus sich heraus weiter hinausstrahlen. So greift das Feuer des Lichts weiter und weiter um sich. Wenn ihr nur sehen könntet,
was wir sehen können. Von oben, wenn man das bildlich so will. Für euch ist es eine leichte, bildliche Vorstellung. Würdet ihr sehen können, wie viel Licht auf dem Planeten Erde bereits leuchtet, durch euch. Ihr wüsstet, der Aufstieg, der Wandel, die Transformation wird geschafft. So sagen wir es euch. Es ist unaufhaltsam. Der Wandel wird geschafft. Die Transformation wird geschafft. Der Aufstieg findet statt jetzt und wird geschafft. All das wird erreicht werden, seid dem gewiss. Strahlt euer Licht, jeden Tag, voller Liebe, unabänderlich. Und unaufhaltsam. Ihr seid weitaus mehr, als ihr denkt. So geht denn jetzt aufrichtig, auch körperlich. Was auf lange Sicht auch Schmerzen nehmen wird. Ihr werdet unermesslich geliebt. Und wir danken für all euer Sein und euer Wirken in der Welt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.